Ungleichungen, Rechnungsregeln. Das Mal schauen wir die Rechnungsregel 2 an. Um was geht es hier? Wenn wir uns hier auf der Waage, auf der linken Waagschale, ein A vorstellen und auf der rechten ein B vorstellen und wir sagen, B ist schwerer als A, wir zeichnen das mal gerade auf, dann sind wir dann für A hier den Klotz und für B den Klotz hier. Dann sehen wir, also wenn beide aus dem gleichen Material bestehen, dann sehen wir, dass A kleiner als B ist. Also dass B schwerer ist als A. Jetzt, wenn wir, um unsere Ungleichung zu lösen, auf beiden Seiten zum Beispiel mit einer Zahl multiplizieren, ja? Wir sagen da, G ist grösser als No, also zum Beispiel G gleich 2, das ist ja grösser als No. Wenn wir jetzt also A mit 2 multiplizieren, dann entsteht Folgendes hier. Dann haben wir hier 2 mal den Klotz A, das ist unser 2a, ja. Und hier haben wir 2 mal den Klotz B. Dann haben wir hier wieder auf der rechten Seite ein höheres Gewicht als auf der linken Seite. Also wenn immer mehr eine Ungleichung mit einer positiven Zahl multiplizieren, dann haben wir diesen Sachverhalt. Ja? Wenn wir unser Ungleichgewicht mit einem Bruch multiplizieren, dann ist es genau gleich. Also das Ungleichgewicht, das bleibt, und zwar sind wir dann auch, wenn es zuvor auf der rechten Seite schwer war, auch im Nachhinein auf der rechten Seite schwer. Wir schauen es kurz an. Jetzt gehen wir davon aus, dass wir hier mal 1/2 rechnen. Ja? Also G ist gleich 1/2. Dann haben wir hier A kleiner als B. Was bedeutet 1/2? Das bedeutet, dass wir unseren Klotz durch 2 teilen. Ja? Dann ist unser A-Klotz etwa so gross. Der Teil fällt ja weg, ja. Also da haben wir A2. Und wir haben hier noch den Klotz B, das müsste jetzt etwa die Hälfte sein. Ja, und das ist B2. Das heisst, wir haben den Klotz halbiert. Welche Seite ist jetzt schwerer? Immer noch die rechte Seite. Ja, das heisst, wir haben jetzt gesehen, wenn wir unsere Ungleichung mit einer positiven Zahl multiplizieren, dann bleiben die Grösseverhältnisse, beziehungsweise dann bleibt das Verhältnis von den beiden Seiten gleich. Also wir haben zuvor auf der rechten Seite das höhere Gewicht und nachher auch. Schauen wir das kurz mit 2 Beispielen an. Wir haben hier unten links x geteilt durch 2 kleiner als 5. Ja? Jetzt vereinfachen können wir es nicht, darum multiplizieren wir das mal mit 2. Dann geht das x 2 mal 2, kleiner als 5 mal 2, das geht hier 10, und das hier, das geht, 2 und 2 heben sich auf, das geht x. Ja, also wir haben ja schon gesehen, x mal 2 geteilt durch 2 ist gleich 2 mal x durch 2, gleich 2 durch 2 mal x, und das ist wiederum 1 mal x, und das ist dann wieder x. Darum können wir das einfach vereinfachen, dann haben wir x kleiner als 10. Das heisst, x, die Lösungsmenge, die ist x für alle x kleiner als 10. Bedeutet so viel wie die Lösung ist minus 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bis und mit 9 hoch. Solange wir diese Zahlen hier für x einsetzen, ja, zum Beispiel x 2 kleiner als 5, wenn wir da 9 eingeben, oder sagen wir, wir geben 8 ein, dann haben wir 8 2 kleiner als 5, 8 2, das sind 8 Früchte verteilt an 2 Personen, das gibt 4 pro Person. Ja. 4 ist kleiner als 5, stimmt das? Ja, das ist ja so, 4 ist wirklich kleiner als 5. Würden wir jetzt hier die Zahl 16 einsetzen für x, dann haben wir 16
Oder? Dann hätten wir die 16 durch 2, das wäre dann 8 kleiner als 5. Das stimmt nicht. Auf der rechten Seite schauen wir uns das Beispiel an mit der Multiplikation, auch von einer positiven Zahl, aber halt von einem Bruch. Dann haben wir hier, können wir das vereinfachen? Nein, wir müssen operieren. Und zwar auf beiden Seiten gleich. Wir rechnen auf beiden Seiten geteilt durch 3. Dann haben wir hier 3x durch 3 kleiner als 12 durch 3. 3 geteilt durch 3, das macht 1. Dann haben wir hier unten x. Ja, weil 1 mal x, das ist x. X ist kleiner als 4. Unsere Lösungsmenge ist damit x für alle x, die kleiner sind als 4. Was ist kleiner als 4? Minus 5000, ja. Ist kleiner als minus 7. 0 ist kleiner. 1, 2, 3. Und damit hat es sich auch. Würden wir das 4 für x einsetzen, ja? Zum Beispiel 3x kleiner 12. Und jetzt geben wir das 4 ein. Dann haben wir hier 3 mal 4 gleich 12. Dann geht das 12 gleich kleiner. 12, ja. 12 kleiner als 12. Kann die Zahl kleiner sein als sich selber? Nein, das geht nicht. Das ist also falsch. Genau das Gleiche gilt auch für 5. 3 mal 5, 3 mal x, ja, kleiner als 12. Jetzt geben wir das 5 ein. 3 mal 5 ist 15, kleiner als 12. 15 ist aber grösser als 12. Also ist unser Ungleichgewicht nicht mehr richtig. Ja, weil plötzlich ist eigentlich die linke Seite schwerer als die rechte. Aber da sagen wir, die rechte muss schwerer sein. Also da stimmt etwas nicht mehr. Warum? Wir haben unsere Lösungsmenge nicht. Also wir haben unsere Lösungsmenge missachtet. Was sagt die nämlich? Die Zahl, die Lösung ist kleiner als 4. Also dürfen wir für x jeden Wert einsetzen, jede Zahl einsetzen, die einfach kleiner ist als 4. Und dann stimmt unser Ungleichgewicht. Das heisst, unsere Balance ist auf der einen Seite tiefer als auf der anderen Seite. Ja? In dem Fall auf der rechten Seite. Darum rechts ist schwerer als links in dem Fall, ja. Und das ist der Fall, solange wir hier für unser x nur Zahlen einsetzen, die eben kleiner sind als 4. Ich bin der Flammo Schala, abonniere mich auf Fokus Strategie.